Withered Leaf habe ich sehr viele geholt. Würde ich aber vielleicht noch holen. Ja, das kann weg. Schade, Shift und Rechtsklick auf dem Ding bringen mich nicht weiter. Rohre und Kraft brauche ich nicht, wo ist es? Hier. Das kann ich schon mal weg. Die Steine wiegen sau viel. Grober Stein, gerissener Steinfragment, das kann weg. Und sonst noch irgendwas, was aus dem Dideldei hier dabei ist. Ja, das kann weg. Mehr Geld verdienen, wenn ihr sie am Marktplatz für Gegenstände verkauft. Okay, dann behalten wir das mal. Aber extrem viel mehr. 832. Scheiße. Und der Tiefstpreis ist 300 gerade mal. Oh Gott. Kann ich das irgendwie sortieren automatisch? Das wäre cool. Alles bis auf Behausungsgegenstände als grau markieren. Also das grundlegende Sortieren. Okay. Look around and take your time. I'll give you a good price. Mehr als angemessen. Was das bedeutet? Wir müssen mehr als 32 haben. Das wird auch drin sein. Huh? So, 94, 100, 50, 31, 56, 69 und 63. Okay. Das Blaue scheint mir nicht gut zu sein. Wow, was war das gerade? Keine Freundschaft verdient. Wieso denn das jetzt nicht? Überall hat es geklappt. Und ich bin Interesse geweckt 6-mal. Bisherige Grundstufe 179. Irgendwas hat hier nicht ganz funktioniert. Man braucht anscheinend eine gewisse Mindestvoraussetzung, dass es geht. Mehr als angemessen braucht man. 100. Da. Keine Ahnung, wie das funktioniert bei dem. Kein blassen Schimmer. Moment, ich habe hier Belohnungen. Ich klick mal gleich mal drauf. Was haben wir denn? Wehe, ihr nennt mich einen Gür. Stehen hier. Ja, ihr müsst eine Belohnung auswählen, ist klar. Kampftalent. Puh. Beim Erhalten gebunden. Beschreibung Kampftalente erhalten 1. Brief mit einer Rückzahlung 1. Verschickt eine Nachricht mit einem Geschenk an eine Familie, die gehalten oder eine Empfehlung gegeben hat. Mhm. Beim Erhalten gebunden. Klammercharakter. Netter Magiekristall. Also das Ding muss ich auswählen. Okay. Dann wählen wir eins von den Teilen aus. Wir nehmen Sammeln, Fischfang, Verarbeitung, Ausbildung. Was ist das denn? Ausbildungs-EP plus 3. Verarbeitung plus 3. Fischfang. Wir nehmen mal Sammeln. So. Habe ich die Dinger jetzt gekriegt? Toll. Sie nehmen jetzt Platz weg. Miliz Sekundärwaffe. Ne, Maisleg. Was haben wir denn hier für eines drin? Plus. Und hier. Wiegt zwar mehr, macht auch ein bisschen mehr Schaden, aber. Bringt mir das jetzt was bei meinen Fähigkeiten? Das ist die Frage. Wo habe ich denn jetzt mal Angriffsgeschwindigkeit? Nein. Tolben Tagebuch. Titel. Oh, Titel. Richtig. Schaden. 322% mal 2 Treffer.
Irgendwas wird schon bringen. So, dann reden wir mit dem nächsten mit dem Fragezeichen über dem Kopf. Moment. Der ist da drin. Müssen wir den erstmal irgendwo finden? Ne, der ist da drüben. Und hat eine Quest für uns. Hey, ja, nice. You don't need any tools to harvest grains. Oh, no shit. You need a lumbering axe to cut down trees. Eine Katze in der Lampe. Fressenszeit für meine Katze. Verzeiht, aber bla bla bla. Hilfe. Ich hoffe, ihr findet meine Katze hier. Okay. Also, Interesse erweckte. Ich wählen. Haben wir. Sadies Werkzeughandel. Ey, es hat geklappt. Okay, und nochmal, was so schön war. Wir nehmen den und den und den. Moment. Was sind diese blauen Punkte? Egal. Das geht einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, dann hier hin und wieder zurück. Müsste eigentlich gehen. Das heißt, ich müsste... Komm, wieso klappt denn das nicht? Der hier kommt da oben hin und der hier kommt hier hin. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, eigentlich höher. Hoch, hoch. Was? Ey, das war bei 100%. Der Typ war bei 100%. Wie kann man da bitte kein Interesse dran haben? Das geht doch nicht. Nach 3 Zyklen wird Stufe des Interesses des Gesprächs für 4 Zyklen um 9 reduziert. Oh, nach 3 Zyklen. Das heißt, 1, 2, 3. Daran wird es wahrscheinlich liegen. So, dann nehmen wir erstmal den zu 100% mit rein. Und nach 5 Zyklen wird die Gunst des Gesprächs für 1 Zyklen um 1 reduziert. Nehmen wir das mit rein. Und nach 5 Zyklen wird die Gunst. 5 reduziert. Hier wird immer nur reduziert. Das ist ja mal echt mies. Der kommt rein und das. Probieren wir einfach nochmal. Also die mit den Reduzierteilen am Anfang. Oh, scheiße, nein. Oh, es hat geklappt. So. Soll mal einer da durchblicken hier. Stehlen. Ha, 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 ha. Das ist so gemein. Oh, Lacey, was willst du von mir, ne? So hard to sell things. It's so hard to sell things. No money, ne, things. Ja, es ist wirklich hart. Hart, hart, hart. Die Quest hatten wir aber eigentlich schon. Frank die Katze. Sprecht mit Jamie. Nee, mit Jamie wollen wir nicht sprechen. Wir wollen die Katze haben. So, da ist er ja! Gefunden! Komme ich denn jetzt da hoch? Hab dich! So, wir haben die Katze, jetzt können wir es beenden. Vorher klein jemand. Ein Charakter stellt 3 Energie wieder her. Oh, das ist cool. Erhöht Beitrag, EP um 50, sweet. Was hat die denn noch alles? Alter, Hacken, Angelrute, tolles Zeug. Was müssen wir denn hier noch holen? Hier sind noch ein paar Fragezeichen. Da. Ah, nehmen wir gleich. Immer schon mal bei Sinn. Tarot. That kid's form is pathetic. You
You're gonna put your shoulders out if you keep swinging like that. In combat, being able to wield a sword for a long time is crucial. Fight with skill, not force. Jetzt hat das schon wieder umgehauen. Schlimm, schlimm. 580. 579. Knock it down 1,000 times, and I'll let you touch my sword. Okay, don't forget your promise later. You doubt me? You! What's your name? Spit it out! The fight. Was? Ich vergesse einen Namen. Ich nenne einfach meinen kleinen Held. Den er geil. Talent sammeln. Your name's not important. I'm just going to call you Little Hero. Oh, der hat wirklich mal das gesagt, was da steht. Das ist ja mal toll. So selten, dass das mal passiert. Immer wenn man mit einem Riesen spricht, kriegt man Genickstarre. Ah, komm schon. Stallwart. Kann ich bei dir ein Pferd holen? If you can tame a horse on the first move, you must be a natural horse whisperer. Ja, du mich auch. Was ist das denn? Das ist der. Neue Infos. Curtis, Carfu, Volta, Sadie. Okay. Wissenssuchender. Oh. Ja, ich kann aber nicht mit dir reden. Oder was? Ach, das. Hat mich ja voll irritiert. So viele Magier, die hier rumlaufen. So, was willst du denn hier? Schafe zu sammeln, Junge. Ja, trinken, können trainieren und so weiter. Kraft beim Melken im Zaum halten. Mist, macht euch so, wenn es nicht sofort gelingt. Okay. Zeit zum Melken. Melkt eine Kuh mit Melk-Minispielen. Eigentlich brauche ich da doch bestimmt noch was, oder? Muss ich sitzen? Ich muss doch jetzt nicht kriechen, oder? Der Käfer schiebt mich hier direkt runter. Ich glaub's nicht. Und wie geht das jetzt? Melk-Minispiel. Täglich. Ach so. Gut. Und Moment. Gibt's eine Daily, die man. Kann man bestimmt mehrfach machen, aber es wäre blöd, wenn man so ein. Dings hat. So ein. Maximale. Dahin muss ich. Ich muss dahin. Ich muss nicht dahin. Das ist aber eine blöde Kuh. Oh mein Gott, nein. Auf die Art und Weise melkt man doch bitte keine Kühe. Wie melke ich denn die jetzt? Ey, wie melke ich dich? Ich brauche eigentlich erstmal einen Eimer dafür. Egal, reden wir nochmal mit dem Typen. Vielleicht gibt es ja Infos. So, Quest. Eine Kuh zu melken, Kraft behutsam. Ist klar. Ach, das ist eine Milchkuh. Okay. Dann melken wir mal. So, links. Alles klar. Links und rechts, um die Milkintensität zu bestimmen. Fuck! Oh mein Gott, das hat nicht so ganz geklappt. Das ist ein weiteres Mal. Okay. Muss jetzt schon wieder hier diese Milchkuh will nicht. Okay, diese Milchkuh will nicht. Also nochmal, um mit dem Melken zu beginnen. Ja, ist klar. Jetzt muss ich einfach nur links und rechts, um die Milchintensität zu bestimmen. Bisschen rechts. Eigentlich da easy. Hauptsache ist, man drückt nicht die ganze Zeit, sondern lässt das erstmal regenerieren. Success. Melkt eine Kuh. Geil. Okay. Ich habe bis jetzt noch nie ein Spiel gesehen, bei dem man eine Kuh melken musste. Also in einem MMORPG. Eine Zutat, die beim Kochen verwendet wird, kann bei einem Hofquest erhalten werden. Was wollen wir denn? Zunahme. Oder lieber eine Kartoffel. Kartoffeln. Immer nur Kartoffeln.
Steak, Fisch. Gewinnung kann gewonnen werden, indem man einen Schweinekadaver rausnimmt. 30 Silber, 85, 60. Dann nehme ich doch lieber Milch. Milch ist vom Gewicht her nicht so schwer wie Fleisch. Wie? Ja, ist aber dementsprechend preislich, ja? Wobei, ja. Milch ist preislich und gewichtlich genauso wie ein Ei. Aber preislich höher, auch am Markt. Sehr gut. Nehmen wir. So, Quest abgeschlossen. Stufenaufstieg. Sammeln. Was auch immer sammeln bedeutet. Haben wir noch irgendwo ein Fragezeichen? Was haben wir denn da? Hof Wiethold. Ist das nicht der? Nee, das ist der Flittenjunge. Der Hof Wiethold muss dann irgendwo anders sein. Irgendwo nur weiter hier in die Richtung. Ich bin jetzt wieder ein bisschen zu weit gelaufen. Ah, okay. Achso. Okay, fallen kann man natürlich auch. Wie jedes Mal. Okay, was für Wegfindung. Komm schon. Da unten hin. Was ist das? Elbische Einzelbahn. Lagerverwaltung von Olvia. Dahin. Wie viel brauche ich denn bitte noch hierfür? Oh. Oh, das ist cool. Ich kann hier die... Moment. NPCs alle durchgucken. Unentdeckt ist dieser hier. Der Wiethold-Hof. Genau da wollte ich doch hin. So, mein Guter. Wie geht's denn hier, hä? Ein Chitty-Chat. This farm is no place for a distinguished man like myself, don't you agree? Thanks. You guys are all I have. This is the feed, right? You fool! My little friends need better than that. What kind of person would eat his own friends? Stop nitpicking. They'll understand. Maybe I should just pack up and leave for Velia. Herrlich. Wie grauer es mir geraten hat, aber es bringt einfach nichts. If you're headed to Velia, see if there's any room to open up another store. Postenverwaltung. Ja, jetzt haben wir endlich Beitragspunkte. Löschtaste und so weiter und so fort. Trocknen. Löschtaste. Trocknen. Schrägstrich heiß. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist das denn? Nummer 2. Wie toll. Lager. Alter, was ist das bitte für ein Menü? Mein Gott, da muss man erstmal reinkommen. Okay, ich klicke da drauf. Füge 3 Lagerplätze hinzu auf Stufe 1 und füge 5 Lagerplätze hinzu. Behausung. Okay, was ist das denn? Verpackung, getrocknete Schlammriegel. Arbeitskosten und Geld. Da. Kriegt man da überhaupt was? Egal, ich investiere einfach mal in diesen komischen Hof. Mal gucken, was passiert. So, Level 1. Postinvestition 10 Energie. Ja, kann ich jetzt nicht machen. Aktueller Beitrag 0. Was auch immer das bedeutet. Okay, Moment. Ich kann jetzt drauf klicken. Was passiert denn? Quest. Transport. Nein. Marktplatz. Marktplatz. Kann ich hier was reinhauen? Suchen? Zurücksetzen? Meine Gegenstände? Nein. Okay. Arbeiterliste. Hab ich keine. Egal. Gehen wir erstmal aus diesem. Mit Escape geht's ja wieder zurück. Beitragspunkt Rückgabe.
Kosten 4 Wölfshügel. Nee, das, hier, Hofvitold. Was bringt mir das? Erklär mir das mal einer. This isn't a very good sight. Wieder eine Hacke. Dann habe ich zum Beispiel nur noch 4 Punkte, um damit was zu machen. Bisschen schade. Reden wir demnächst mal noch mit irgendwelchen Leuten. Und zwar mit Dane. Das war einer. Poshipu. Nee, Poshipu. Du kommst hier nicht rein. Und das Schlüssel ist nicht mehr blöd. Dann kommt schon der kleine Viecherkicken aus dem Weg. Ah, genau. Den brauchen wir noch. Einzelbahnhändler. Humans call a beautiful lady a doe. I never understood that. Die sieht man ja überhaupt gar nicht. I heard. Humans call a beautiful lady a doe. I never understood that. Dann hat die den Mana-Tränke. I heard. Humans call a beautiful lady a doe. I never understood that. I heard. Humans call a beautiful lady. Oh. Ich sag immer dasselbe. Okay, haben wir das. Jetzt brauche ich noch den. Und das da. Was auch immer hier gerade noch auf dem... Ist das auf dem Dach? Ist das da drin? Ist das da drin? Mit der reden? No, it's not. Da drinnen anscheinend. Okay. Would you like to try some of my butter grilled potatoes? Ja, was zum Essen? Butter gebratene Kartoffeln, bla bla bla. Wissen, natürlich wissen. Bauern aus Velia. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Salz, Kartoffeln und so weiter. Brauchen wir nicht. Gut. Und, da haben wir auch noch einen. Finde ich hier immer wieder neue Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Was jetzt? Okay. War ich nicht noch? Nee, das war ein anderer Hof, der ähnlich aussah. Da ging es um Pferde. Was hat denn die Hand... Ach nee, warte mal. Handelsaufsicht. Das ist doch Markthändler. Genau. Luxusgüter. Liebestränken. Nummer 6. Nahrung, Bergkäse, Trauben, hast du nicht gesehen, Medikamentensammlung, der Hut der und so weiter. Medizinbraueinheiten für zu Hause. Wie funktioniert das? Ich hoffe, man kriegt hier nochmal eine dementsprechende Einführung in das Ganze. Hello, need a potion? You have to look a lady in the eye when you're talking. Wie und Lady. Ja, ich auch. Niemals! Und jetzt dem letzten hier, dem Reason. Don't bother me. You can leave your items here. Was wechseln. Goldbarren 1 Gramm. Das ist immer auch das Interessante. Dadurch, dass man das Geld immer in Silber mit sich rumträgt, ist es irgendwann mal angebracht, das Silber in Gold umzutauschen, damit das nicht so viel wiegt. Weil das ist ein Spiel, bei dem Währung was wiegt. Es ist Hartgeld. Beschreibung. Ist so viel wert wie 100.000 Silbermünzen. Ringanlage verleiht 100.000 Silbermünzen, um sie gegen Goldbarren in Höhle von 1 Gramm einzutauschen. Wenn ihr Goldbarren in der Investmentbank hinterlegt, kann euch das mehr Geld einbringen. Nur Nutzer mit einem Hausrang von 1 können die Dienste der Investmentbank in Anspruch nehmen. Also, das ist ja cool. Man braucht einen Wohnsitz, um auf Deutsch zu sein. Moment. Man achte mal kurz auf diese kleine 1, die hier dazwischen noch steht. Das heißt, man braucht also 100.000 Silber und dann nochmal 100, um sich
als kleine Provision dafür. Das heißt, man vertauscht das nicht, man wechselt das nur ganz leicht. So. Weil mein Gewicht aus Silbermünzen ist jetzt schon bei 3,7. Last teilen, Lagerteil, keine Ahnung, was LT ist. Aber hier, das wäre zum Beispiel bei 100.000. Also das Zehnfache. Das wäre hier 30 und dann würde man das von 30 auf 4 runtersetzen. Das ist ziemlich interessant. Ja, aber wie funktioniert die Wechselsteuer? Hatten wir schon? Transportstatus sieht mir ziemlich nett aus, aber gut. Es ist sehr viel Zeug drin. Das muss man schon mal gesagt haben. If you buy a house to use as storage, you have more room. No shit. Okay, wir werden erstmal alles hier reinsetzen, was gerade hier rumliegt. Den hier werde ich verkaufen. Kann ich das irgendwie öffnen? Fuchsblut. Was ist das? Heilung. Ah, ich werde einfach alles da reinholen. So. Wobei, nee, die Laterne wäre. Dauer des Effekts 2 Tage, 20 Stunden. What? Ist die noch an? Ist nur 3 Tage lang verwendbar. What? Ja. Die wird anscheinend gerade gebraucht. Oh, kommt, Leute. Höchstmenge bestätigen. Wieso kann ich denn das hier noch rein? Nee, habe ich schon. Okay. Unkraut, das könnte ich noch verkaufen. Den könnte ich eigentlich auch noch verkaufen. Aber, ne, Moment. Wie viel wiegt denn das? 10. Das kann weg. Genauso wie 15 Fuchsköpfe hier. So, 0,1. Das waren keine 0,1. Okay, das Gewicht, was hier steht, ist immer pro Einheit und nie insgesamt. Das ist ganz wichtig. So. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Transportwechselsteuer. Wobei. Oi. Hate, Scheiße, ich kann leider nicht alles an den verkaufen. Verkaufen. Kids too. Okay, also ich muss erstmal eine Hausstufe 1 haben. Ist es die Beta oder ist das Game schon draußen? Das Game ist seit heute 18 Uhr draußen. Also seit 5 Stunden. Nee, 18 Uhr. Ja, 18 Uhr ist es draußen. Offiziell. Also das ist noch das Richtige. Also, was heißt hier noch? Das ist das Richtige. Ja, ich bin hier gerade dabei, im ersten Dorf alles zu erkunden, was es zu erkunden gibt. Mit allen Leuten hier zu quasseln, damit man bei Gesprächen möglichst viel Material hat. Take a look at this fragrant potion. So, ja. I have some great stuff made of high quality herbs. High quality herbs. Wenn ich die 10 jetzt verkaufe, 10 mal 220 sind 220 Silberstücke, müssen sie jetzt bekommen. Das heißt, ich müsste bei 470 rauskommen. Und ich komme bei. Ja, wie viel kriegen wir das nochmal? 39. Ach, wirklich. So. Okay, wunderbar. Es passt. Also, der Wert, der angezeigt wird bei den Gegenständen, ist immer pro Gegenstand und nicht insgesamt. Das ist ein Alchemietisch. Aha, sweet. Okay, jetzt sollten wir doch eigentlich alles in der Gegend an Wissen haben, oder? Zumindest was das hier angeht. Nö. Ja, sieht mir zumindest so aus. Okay, dann gucken wir gleich mal in das Wissen rein. Da ist noch was. Fischer aus Alvia. Produkte, Wildblumen, Feldfrüchte. What? Mhm. Endlos.